Oh, wir haben unsere Puppe gefunden. Kann ich den Schlüssel nehmen? Nein. Au. Okay. So. Gucken wir uns mal weiter um. Wir haben unsere Puppe jetzt in der Hand. Das finde ich ein bisschen gruselig, aber ist okay. Ist zu. Ist auch zu. Okay. Irgendwann springt die uns an. Ich kenne das Spiel ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger draußen. Hallo? Diese Lampen könnten eine gute Wärmequelle sein, aber Charlotte hat es hier unbequem. Sie wird sich nicht wohlfühlen. Okay, also hier müssen wir sie. Kann ich irgendwie einen Tipp haben? Nein, das. Ich kann auch mit diesen Knöpfen hier rumlaufen. Also ich muss nicht unbedingt die Pedals hier nehmen. Heißen die überhaupt? Keine Ahnung. Ich mache den einfach mal wieder zu. Charlotte, du bist jetzt wieder hier, keine Angst. Ich hab sie, wir können ja jetzt nach Hause gehen, ne? Es stimmt, dass es in der Sonne warm Alter. ist, aber am Abend wird es kalt und das tut Charlotte nicht gut. Was soll ich denn tun? Kann ich sie auf den Rollstuhl setzen? Oder was muss ich machen? Kann ich da rein? Kann ich sie hier drauf setzen? Dann kann sie ein bisschen das Schloss angucken. Können wir nicht runter? Ich probiere es einfach mal. Es kann ja nicht mehr als nicht funktionieren. Dann habe ich aber keinen Plan, was funktionieren könnte. Hallo? Hallo. Okay, ich sehe nichts, es ist dunkel. Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt. Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Okay. Stimme kommt mir ohne Witz so bekannt vor. Ja, sie hat ja vorher gesagt, da oben ist es ja warm für Charlotte. Das ist aber unbequem. Jetzt haben wir sie auf den Rollstuhl gepackt. Jetzt können wir sie doch da oben bringen. Oder ist jetzt meine Überlegung falsch? Ich lasse dich mal kurz stehen. Mehr als probieren. Wir können sie nachher mitnehmen, ne? Falls das jetzt nicht funktionieren sollte mit dem Licht und alles. Könnten wir sie mit dem Rollstuhl ein bisschen rumfahren? Ne? Mach auf. Ich finde diese Puppe gruselig, aber ist okay. Aber ich finde, für eine Demo sieht es echt gut aus. Hallo, könntest du... Danke. Türe zu. Bitte in den ersten Stock. Ja, Charlotte, wir bringen dich jetzt unter etwas Warmes, falls das denn funktioniert. Ich habe immer noch Angst, wenn wir hier alleine sind in diesem Fahrstuhl, dass sie zum Leben erweckt wird und mich dann angreift. Ich komme hier nicht raus.
Wo war denn der nochmal? Da haben wir sie gefunden, glaube ich. Ich glaube da, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube da. Ja. Orientierungssinn ist am Schlüssel. Mal gucken, ob das funktioniert. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme. Wir dürfen es tun, die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. In der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss hat alles angefangen. Du bleibst mal bitte da, ich... Ja. In die Beobachtungsabteile. Teile. In der Beobachtungsabteilung. Okay. Ist das? Bill, hör bitte auf. Ich habe Angst. Können wir uns umgucken? Anscheinend darf ich mich auch nicht mehr umdrehen. Es wird immer schneller. Aber ich kann anhalten, das ist gut. Ich schlafe jetzt einfach mal. Ich schneige mir schon mal in dieser Richtung. Oh Gott. Hä? Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich würde mich gerne umdrehen halt. Mach das doch nicht. Mir wird ganz schlecht. Okay. Es ist hell. Ausgemacht habe, wurde es nicht dunkel. Es war etwas unbeschreiblich Großes, Grenzenloses, ein Licht, das erbarmungslos blendete. Ich war 16 und hatte Angst, immer Angst, eine Angst, die mich langsam kaputt gemacht hat. Ich brauchte Hilfe, aber ich konnte nicht sprechen. Alles machte mir Angst, auch das Denken. Sie haben mir gesagt, sie würden mich an einen Ort bringen, wo ich keine Angst mehr haben würde. Wo ich mich besser fühlen würde. Dort drin habe ich aufgehört zu leben. Sie haben mich weggeschleppt und mir alles, alles vom Leib gerissen. Ich habe versucht zu erklären, was in mir vorging. Sie haben mich tagelang ans Bett gefesselt. Ich war mit meinen Albträumen allein. Das war keine Angst mehr. Das war Wahnsinn. Und wenn du wahnsinnig bist, existierst du nicht mehr. Ganz allein in dieser Hölle.
Ich stürzte hinab in den Abgrund der Verdammten. Aber diese Frau und ihr Lächeln haben mich am Leben gehalten. Oh wow. Neues Kapitel 3. Dunkel. Oh wow. Krasse Geschichte. Die Tür ist mit einem Schlüssel von außen abgesperrt. Oh nein. Hier können die Türen nur von außen auf- und zugeschlossen werden. Ja, und jetzt? Kommen wir nicht mehr raus, oder wie? Oh. Das ist eine Info über uns. Wir heißen René, so wie ich das. Okay. Ich will da jetzt gerade nicht mehr raus. Ich habe mich hier in diesem Raum relativ sicher gefühlt. Hallo? Okay. Ich habe Angst. Ich will nicht hier sein. Hier kann man nicht raus. Die einzigen, die rauskamen, waren die Toten. Okay. Dann mal in die andere Richtung. Da gehe ich nachher hin. Das ist mir zu dunkel da hinten. Oh nein. Immer diese Puppen. Ja. Da. Thank you.
Boah, krass. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einen guten Film oder so geschaut habt, dass ihr noch so ein Bauchkribbeln habt? Und das habe ich jetzt gerade, das... Als würde ich gern das ganze Spiel mal durchspielen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob wir das mal machen sollen, weil das interessiert mich wirklich. Also, das Spiel ist echt gut. Und wir haben es auch in 2 Parts durchgespielt. Also jetzt die Demo. Und schreibt mal bitte, ob ihr das gerne als ganzes Let's Play sehen wollt auf dem Kanal. Und ja, das war's mit diesem Demo-Game. Bis zu einem nächsten Demo-Game oder einem anderen Projekt. Und ja, ciao! Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt.